Na, ja, hey, willkommen zu einer Runde Bed Wars 8x1 auf der wunderschönen Map Racers auf Revi. Und wir sind heute mal auf Revi, weil es eine schlechte Nachricht gibt. Dieser Server wird schließen. Dieser Server schließt Ende diesen Monats, also Ende März. Und der Server war ja relativ lange da. Also den gibt es, glaube ich, seit 5, 6, 7 Jahren. So irgendwas in die Richtung. Jetzt ist halt bald weg. Und ich weiß nicht, bei vielen Leuten, ihr seid wahrscheinlich jünger, aber bei den älteren Leuten hat so quasi die ganze BW-Karriere auf diesem Server angefangen. Früher hat jeder auf diesem Server gespielt. So 2017, 2016, 2018, das war der Minecraft-Server, der Bed Wars-Server. Jetzt ist er bald weg. Das ist schade, aber ich werde so ein bisschen meine Meinung dazu sagen, was ich davon halte, dass er weg ist oder was ich denke, auch was die Gründe dafür sind, dass er weg ist. Die Gründe sind definitiv die Spieleranzahlen. Also dieser Server hat jetzt momentan, weil er gesagt hat, er schließt wieder mehr Spieler, aber der hatte sehr oft quasi weniger Spieler als Neox und Crubble. Er hatte oft auch weniger Spieler als Spieloase und war quasi fast so ein toter Server in Anführungszeichen. Was natürlich schade ist, aber die haben ihr eigenes Grab gelegt, weil Revi waren so dumm und die haben ihre ganzen YouTuber weggebannt. Und es ist nicht klug, YouTuber wegzubannen. Ich weiß nicht, holen wir den noch kurz. Man kriegt das ja bei Anti-AC mit. Ein Server steht und fällt mit den YouTubern. Und Revi hat zum Beispiel bei Quatrix in einem YouTuber-Battle weggebannt. Der hat Bannumgehung betrieben, das war Bann zu Recht. Aber wie blöd kannst du als Server sein, um den YouTuber in einem YouTuber-Battle wegzubannen? Das ist die absolut schlechteste Promotion, die du machen kannst. Es ist sehr doof. Also es ist halt einfach nur taktisch richtig blöd von einem Server. Danach kannst du den bannen, aber während dem Battle ist nicht klug. Und die haben dann noch ein paar andere so Aktionen gebracht. Und das waren zum Beispiel einige Sachen, die den Server so langsam untergehen lassen haben. Also immer weniger Spieler hatte. Die haben auch zum Beispiel Rush gebracht und BW und damit haben die Bed Wars Community gesplittet. Quasi die Reduce-Leute in Rush spielen, wo man reducen kann, die anderen Leute in BW, wo man nicht reducen kann. Hört sich auf der ersten Seite nice an, aber auf der anderen Seite haben die halt die Community übel gesplittet und und jetzt, wo die BW-Community sowieso dabei ist, kleiner zu werden oder kleiner geworden ist, ist das dann halt natürlich der Tod, wenn du quasi eine nicht mehr ganz so große Community in zwei Hälften teilst. Und dann ist Revi auch noch zercheatet. Also, das habe ich gemerkt für mich als YouTuber, wenn ich aufnehmen möchte, wenn ich auf Neox oder so spiele, dann kriege ich vielleicht jede fünfte Runde oder so mal einen Cheater. Wenn ich auf In Trouble oder so spiele, ist es auch so, auf Anti-AC ein bisschen häufiger, aber es ist eigentlich auch genauso. Und auf Revi jede zweite Runde. Also Revi ist richtig, richtig schlimm. Und bei meiner Erfahrung vom Revi-Team früher waren so, dass die Leute, die Kontakt zum Team hatten, konnten cheaten, wie sie wollten und wurden nicht gebannt. Und die Leute, die keinen Kontakt zum Team hatten, konnten Ledger spielen, wie sie wollten, aber wurden gebannt. Ich hatte da zum Beispiel auch früher, 2018, so ich glaube Anfang 2018, einen Permaban auf Revi, hab den auch nicht mehr wegbekommen, bis eine Entbannungswelle war. Und das ist halt auch doof als Server, wenn du halt Leute bannst, Falls bannst und sie nicht mehr entbannen kannst, weil der halt einfach irgendjemand, der Kontakt zum Team hat, hat dich bannen lassen und dann warst du halt weg. Top-Spieler haben halt selbst reingecheatet. Und das waren halt die paar großen Sachen, die der Server falsch gemacht hat. Ich finde es jetzt natürlich schade, dass der Server down ist. Besonders ein paar Modi, zum Beispiel Getdown oder so, die waren echt cool, da werde ich gleich auch mal reingehen. Aber wir holen hier noch kurz. So, wir sind jetzt noch in der Getdown und um einen Satz von eben noch zu beenden. Es ist schade, dass er schließt, aber denkt mal darüber nach, wie oft habt ihr in den letzten Monaten, Wochen, Dinger auf Revi gespielt. Bei mir ist das sehr überschaubar. Sehr, sehr, sehr überschaubar. Ich habe, wenn auf Revi, Getdown gespielt. Der Modus ist auch mega cool und das ist der einzige Server, der den Modus so in dieser Art hat. Das ist so auch so ein Modus, den ich ein bisschen vermissen werde. Das ist schade. Aber sonst, also ich war seit Monaten nicht mehr wirklich auf Revi. War immer so dieser Server, der im Hinterkopf noch ist, den es noch gibt, auf dem man spielen könnte, falls quasi ein anderer BW-Server down ist. Aber es gibt ja genug Alternativen. Und deswegen finde ich es immer noch, schade, dass der Server down geht. Besonders wegen den ganzen Erinnerungen. Weil seine ganze, so seine Anfangszeiten von Bed Wars oder so hat man halt hier verbracht. Deswegen ist das super schade, dass der Server down geht. Aber jetzt, das Leben geht voran. So, also neue Server kommen, alte Server gehen. Von den alten Servern, ich finde es jetzt noch schlimmer, wenn Neox gehen würde oder wenn Gommel gehen würde. Das wäre richtig schlimm. Ich glaube, ihr versteht den Punkt. Es ist schade, aber halt für mich jetzt kein Weltuntergang. Ich kenne aber auch einige Leute, die haben halt auf Revi so viele Kumpels kennengelernt. Da haben sich ja auch zum Beispiel Deadfest Clan oder sowas, die ganzen Revi-Leute, WPX, Reverse Hulk oder so, die ganze Crew, die hat sich auf Revi kennengelernt. Für die ist das, glaube ich, dann noch schader oder so. Aber der Untergang war ja auch vorauszusehen. Revi hat ja in den letzten Monaten sehr viel schon dafür getan gehabt. Man hatte ja immer, die hatten ja immer schon relativ wenig Spieler oder immer abnehmbare Spieler. Und deswegen war das auch voraussehbar, dass irgendwann so zu Ende sein wird. Und ich hoffe, dass jetzt irgendein Server, Revi hat ja auch gesagt, die verkaufen quasi ihr Netzwerk theoretisch oder die ganzen Modis. Also falls irgendein anderer Server Bock drauf hat, die ganzen Modis zu kaufen, könnt ihr das machen. Ich hoffe, dass irgendein anderer Server das vielleicht macht oder ein paar coole Modis kopiert. Zum Beispiel Getdown wäre cool. Weil ich hatte früher, habe ich sehr oft Getdown gespielt oder auch in Streams habe ich sehr oft Getdown gestreamt. Das, wenn man meine älteren Streams kennt. Weil es halt einfach ein super entspannter Modus ist, so wie SpeedUHC. Hier kann man halt reden, ein gutes Thema ansprechen, weil man am Anfang sich nicht so doll konzentrieren muss. Danach hat man noch eine PvP-Phase mit coolen Items. Also habe ich auch gemerkt, Revi ist halt ein echt durchdachtes Netzwerk. Das sieht man ja besonders bei den neueren Netzwerken oder so.
die haben nicht so eine gute Hinterstruktur wie Revi. Also Revi hat ja eine richtig gute Hinterstruktur. Ich weiß nicht, wie viel ihr so kennt von den Server-Hinterstrukturen. Dahinter laufen ja auch zum Beispiel Verträge mit Moderatoren oder so. Die müssen ja zum Beispiel auch Unterlassungserklärungen oder sowas unterschreiben. Und da ist Revi richtig ausgeprägt und da sind andere Server halt nicht so ausgeprägt. Das ist halt eine Sache, die Revi halt durch ihre Erfahrung so, durch ihre Kompetenz gut hat. Deswegen ist das schwer für andere Server da ranzukommen. Und wir versuchen jetzt uns jetzt gutes Equip zu holen. So, wir haben jetzt Fuldia mit Protection 4, das ist super. Ein Schwert mit Knockback 2, das ist ungeil. Und Enterhaken, das ist auch toll. Und hoffen, dass die PvP-Phase gleich beginnt. So, jetzt sind wir in der PvP-Phase. Ich hoffe, ich kann hier ein bisschen rasieren. Wir haben ja relativ gutes Equipment. Und ich möchte den Server jetzt nicht komplett schlecht reden. Man soll ja die guten Sachen in Erinnerung behalten. Und deswegen schreibt mal eure schönste Erfahrung oder so, eure coolste Sache, die ihr auf Revi gemacht habt, in die Kommentare. Bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich quasi früher auf Revi, ich habe richtig coole Leute kennengelernt. Ich habe auf Revi zum Beispiel auch den Kumpel kennengelernt, weswegen ich nach Dresden gezogen bin. Weil wir haben uns da, haben auch auf Revi ein bisschen gepusht. Wir haben immer auf TS gechillt. Das waren coole Zeiten. Das war echt nice. Und das sind halt die coolen Sachen, dass die auf Revi passiert sind. Ja, auch gutes Equip oder ein Verbrennungsschwert. Könnte ein bisschen schwierig werden, besonders weil der Typ mehr Healing hat als ich. Ich hoffe, ich kann den noch holen. Wir holen jetzt erstmal den anderen Dia, der nicht enchanted ist. Jetzt sollten wir down kriegen, weil er keine enchantete Rüstung hat. Das ist immer sehr suboptimal. Und jetzt können wir mit wunderschönen Healing, was wir gekriegt haben, wieder weg. Wir werden versuchen, da vorne die nächsten Gegner zu holen. Der Enterhaken ist auch ein richtig cooles Item. Also der macht richtig Spaß, damit zu spielen. Das ist mega toll. Wir könnten jetzt versuchen, irgendjemanden im Enterhaken zu entern und den dann hier hochreißen. Das ist ein bisschen asozial, aber es ist immer lustig. Also wir versuchen jetzt mal, irgendjemanden zu fangen. Und dann gehen wir mal hoch. Und dann können wir den einfach, wenn wir ganz oben sind. Ja. Schade, dass er nicht gestorben ist. Theoretisch kann man die Leute ganz hoch boosten. Das ist immer toll. Aber dann versuchen wir noch in diesen Fight hier reinzugehen. Oder den zu holen. Aber gegen den sollten wir eigentlich keine Chance haben. Bisschen doof, aber der Typ hat halt Jump League Profi, hat ein richtig gutes Equip. Wird das Game vielleicht gegessen sein? Wir versuchen, unsere Enterhaken-Taktik zu machen. Aber ich glaube, der ist zu gut. Der hat zu gutes Equip. Der hat nämlich, ich glaube, Full Prot 4, ein Verbrennungsschwert und noch deutlich mehr Healing als ich. Aber wir fangen ihn einfach ein bisschen ab. Spielen einfach ein bisschen diese nervige Karte. Versuchen noch den Fight zu gewinnen. Komm. Vielleicht mit ein bisschen guten Hits. Vielleicht mit ein bisschen Rotspam. Na, ein Herz. Jetzt zieht er sich nochmal kurz. Ein halbes Herz. Und wir verbrennen jetzt. GG. Aber wo ich jetzt nochmal durch die Lobby gehe, ist halt echt nur Bad Wars hat ein anderes Server, also quasi ist ähnlich am anderen Server. Crime Time weiß ich nicht, was das ist, habe ich nie gespielt. Was, keine Ahnung, was das ist, habe ich auch nie gespielt. TNT Wars habe ich auch nie gespielt. Training und Montagebild, das haben, glaube ich, sowas auch andere Server. Training habe ich auch nie gespielt. Bridge-Spiel, das habe ich nie gespielt. Tri-Jump habe ich nie gespielt. Das ist, glaube ich, sowas Ding da. Also die ganzen Spiele habe ich fast nie gespielt. Ich habe Revi ja, ich war ja so lange auf Revi gebannt. Also ich war von 2018 bis, glaube ich, Ende 2019 gebannt auf Revi. Deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen. Deswegen ist das nur noch so ein alter Bad Wars Server für mich in Erinnerung. Das sind auch die Modi, die ich am meisten vermissen werde, aber ja, ist schade. Steckt man nicht drinne. Das wird mein letztes Video auf Revi sein. Ich hoffe, ihr hattet coole Erfahrungen auf Revi. Dann sehen wir uns leider nicht nochmal auf Revi wieder.